Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern es ist auch gesetzlich geregelt, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten müssen. Dass das aber in der Realität nicht immer der Fall ist, zeigen einige Beispiele, die wir auch zu Genüge aus den Medien kennen. Da ist zum einen die Firma Birkenstock, die ihren weiblichen Angestellten über Jahre hinweg mehr als 1 Euro weniger bezahlt hat als ihren männlichen Kollegen. Und wenn man das mal summiert, dann kommt man bei einer 40-Stunden-Woche in 5 Jahren auf über 10.000 Euro Lohnunterschied. Und das kann ja wohl nicht sein. Oft in den Medien, das hat die Firma zur Ehrenrettung, muss man das sagen, glücklicherweise jetzt längst geändert, und das war auch dringend notwendig. In den Medien wird auch oft die Tischlermeisterin Edeltraud Waller genannt, die von ihrem Arbeitgeber monatlich 1200 Euro weniger Bruttogehalt hat und damit vor Gericht gezogen ist. Und auch ich kenne es, dass Berufseinsteigerinnen trotz der gleichen Qualifikation weniger Einstiegsgehalt haben als ihre männlichen Kollegen. Und diese Beispiele zeigen, dass wir Maßnahmen brauchen, um das Gebot gleicher Lohn für gleiche Arbeit wirksamer umzusetzen. Und heute beschließen wir eine davon. Klar ist, auch mit diesem Gesetz werden wir nicht auf Knopfdruck Lohngerechtigkeit herstellen. Was wir aber heute schaffen, ist eine Möglichkeit für die Frauen, dass sie beweisen können, dass es eine ungleiche und auch eine ungerechtfertigte Bezahlung in ihrem Unternehmen gibt und dass sie dann damit dagegen vorgehen kann. Wenn eine Frau ahnt, dass ihre männlichen Kollegen in gleicher Position und Verantwortung mehr verdienen als sie, dann hat sie mit dem heutigen Gesetz nun einen Auskunftsanspruch, den wir und damit kann sie eben Transparenz einfordern. Sie erfährt, warum sie wie bezahlt wird. Und sie kann auch erfahren, wie viel eine vergleichbare Gruppe im Schnitt verdient. Und verdient sie dann weniger und gibt es keinen sachlichen Grund dafür, dann handelt es sich eben um Diskriminierung. Und sie kann einen gerechten Lohn einfordern beim Arbeitgeber, wenn er dann diesem Anspruch nicht nachkommt, natürlich auch vor Gericht. Das ist ein großer Fortschritt, denn Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts darf es in unserem Land nicht geben und muss deshalb aufgedeckt und beseitigt werden. Gleichzeitig werden mit diesem Gesetz Unternehmen aufgefordert, Prüfverfahren durchzuführen. Und auch das ist eine wichtige Maßnahme, denn viele von Ihnen kennen ja die Prüfverfahren wie LogibD oder EG-Check. Das sind ganz bewährte Verfahren, um eben Entgeltstrukturen in den Unternehmen zu überprüfen und Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Bei mir vor Ort macht das ein Unternehmen schon sehr lange, die Marienhaus-Klinik. Und ich habe mir das auch selbst vor Ort schon mal angeguckt, sehr zu empfehlen. Der positive Effekt dieser Prüfverfahren ist, dass es im Unternehmen regelmäßig eine Diskussion darüber gibt, ob denn für Frauen und Männer gute Chancen und Möglichkeiten im Unternehmen bestehen und was man verbessern kann. Es kommen automatisch Fragestellungen wie Flexibilität, wie Kinderbetreuung, wie Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten und vieles mehr. Und genau das ist es doch, was wir brauchen. Wir brauchen die Diskussion, um auch die strukturellen Probleme zu lösen und deshalb beide Teile der Lohnlücke zu schließen, nämlich die etwa 6%, die man nicht erklären kann, weshalb wir jetzt den Auskunftsanspruch einführen, und auch die verbleibenden, die anderen 15%, die man eben dadurch erklären kann, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten, dass sie öfter aus dem Beruf aussteigen und dass sie auch auf der Karriereleiter nicht nach oben kommen. Und wir haben ja gerade in dieser und den vergangenen beiden Legislaturperioden sehr vieles gemacht, teilweise auch zusammen mit Ihnen, aber eben auch in der Koalition, die dazwischen lag, dass die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern gestärkt wird, dass es eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt, dass es mehr Partnerschaftlichkeit gibt und dass auch Frauen bessere Aufstiegschancen in den Unternehmen haben. Ich erinnere nur an das Thema Kita-Ausbau, an das Thema Frauen in Führungspositionen, an das Thema Elterngeld, was wir ja jetzt in dieser Legislaturperiode mit Elterngeld Plus noch mal flexibler gemacht haben.
Wir haben also viel getan, um die Lohnlücke zu schließen, sowohl die bereinigte als auch die unbereinigte Lohnlücke. Und ich sage ganz ausdrücklich, beide Teile der Lohnlücke sind ein Problem, denn im Alter entwickelt sich die Lohnlücke von 21% dann zu einer Rentenlücke, die wesentlich höher liegt. Und das ist tatsächlich problematisch. Und wenn wir vom Thema Altersarmut von Frauen sprechen, dann ist das natürlich ein großer Grund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden das Gesetz heute so, wie es von Frau Schwesig in den Bundestag eingebracht wurde. Und das ist ja ziemlich ungewöhnlich, weil es ja nach dem Struck'schen Gesetz eigentlich immer noch mal Veränderungen gibt. Und natürlich gibt es viele Wünsche, auch in unserer Fraktion. Das will ich gar nicht verhehlen. Wir haben auf der einen Seite die Wirtschaftspolitiker, die sagen, das ist eine Belastung für Unternehmen, das kann man ja auch nicht bestreiten, und das ist zu bürokratisch. Wir haben auf der anderen Seite die Frauen, die sagen, eigentlich ist es uns zu wenig, wir hätten gerne mehr gehabt. Und an der Stelle würde ich aber auch gerne sagen, dass auch die Unionsfraktion in ihrem Wahlprogramm das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit drin hat und dass das Thema Lohngerechtigkeit auch uns ein Herzensanliegen ist. Und deshalb sind es eben neben dieser auch viele weitere Maßnahmen, die gerade von der Unionsfraktion immer vorangetrieben worden und für die wir sehr gekämpft haben. Wir haben uns aber mit dem Koalitionspartner dazu entschlossen, das Gesetz jetzt so zu verabschieden, wie es von Frau Schwesig eingebracht wurde, weil dem Ganzen ein mühsam ausgehandelter Kompromiss zwischen dem Ministerium und auch den Sozialpartnern. Auch das vielleicht ein ungewöhnliches Verfahren, was aber schon dazu beiträgt, dass es einen Mittelweg gibt zwischen den Anliegen der Unternehmen und der Sozialpartner. Und da sage ich ausdrücklich sowohl der Arbeitgeberverbände als auch der Gewerkschaften. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich froh, dass wir mit dem heutigen Gesetz einen deutlichen Schritt nach vorne machen, hin zu mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Wir werden die Lohnlücke mit diesem Gesetz nicht beseitigen, aber wir geben den Frauen Werkzeuge an die Hand, wie sie dagegen vorgehen können. Und deshalb herzlichen Dank an alle, die uns heute auf diesem Weg oder in den letzten Wochen auf diesem Weg begleitet haben und mit uns das Gesetz heute verabschieden. Vielen Dank, Nadine Schön. Nächste Rednerin, Ulle Schaus für Bündnis 90.